Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich möchte ja demnächst dazu übergehen, mir mal ein paar High-Level-Rexe noch zu zähmen oder zumindest noch einen, ja. Und ich habe mir gedacht, um das schneller und besser zu bewerkstelligen, brauche ich noch mehr Rex-Kibbel. Mein Skorpion ist allerdings nur ein Männchen, den ich habe, ja. Und ich habe das, was ich an Kibbels hatte für den letzten Rex, habe ich einfach mal aus gefundenen Skorpioneiern gemacht. Und ich würde sagen, um das ein bisschen zu beschleunigen oder zu verbessern, sollte ich versuchen, mir einen weiteren Skorpion zu organisieren, und zwar ein Weibchen. Und zwar nehme ich mir jetzt hier den hier, der hier hinten, der Violette. Der ist ein Weibchen, sollte zumindest eins sein. Und den trage ich jetzt in mein Zähmgehege, in meiner alten Base, und werde den jetzt zähmen. Und der ist einfach nur dazu da, damit ich Eier bekomme, damit ich Kibbles machen kann für einen weiteren High-Level-Rex. Des Weiteren auf dem Zettel habe ich noch stehen, dass ich die Bärenkinder quasi mal benennen sollte nach Zuschauern. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß, es gibt jetzt noch zwei Bärenkinder, die noch keinen Namen haben. Das müssen wir natürlich auch noch ganz dringend ändern, ja. Ich werde mir demnächst mal Namen raussuchen von Zuschauern, die in letzter Zeit sehr fleißig gewesen sind, und dann schauen wir mal, wie ich die dann benenne. Ich habe da schon so, glaube ich, eine Idee. Mal gucken, ne? Aber es werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht in der übernächsten Folge. Mal gucken. Was will ich abgesehen davon noch machen? Ich möchte gerne noch einen Allosaurus zähmen, damit wir dann auch mal den Rudelbonus in Aktion erleben können von dem Allosauriern, ja. Also das heißt, jetzt habe ich ja zwei, das heißt, ich brauche noch wenigstens einen für den Rudelbonus, und der sollte dann idealerweise auch mal ein bisschen hochleveliger sein, ja. Ein hochleveliger Rigger, und dann, ja, dann können wir auch mal ein bisschen züchten. Dann können wir vielleicht auch mal mehr als drei Allosaurier züchten, dass die vielleicht dann zu sechst unterwegs sind, dass dann zwei den Rudelbonus haben. Das wäre schon nicht schlecht. So, dieser Skorpion, was hast du eigentlich nochmal für ein Level? Du hattest Level 20, hattest du, ne? Level 12. Da muss ich ja aufpassen, dass ich dich nicht töte, wenn ich dich jetzt betäube. 1, 2, 3, 4, 5. Lol, da liegt er schon. Haha, ein Dart hat gereicht. Das ist ja gut. Das passt ja. Dadurch, dass der so niedriges Level hat, dauert das auch nicht 3 Jahre. Dann schaffen wir das ja sogar noch in der Folge. So, gib mir mal das verrottelte Fleisch. Ja, sehr gut. Perfekt. Ich habe gedacht, das dauert jetzt hier ewig und so. Von wegen, es geht voll schnell. Dann nehmen wir den auch nämlich mit in die andere Base, in die Redwood Base. Da brauche ich ja nicht mal betäuben wahrscheinlich, ne? Ich mir das so angucke. Ich meine, die setzen jetzt natürlich ultra schlecht von dem Vieh, aber wie gesagt, er ist nur dazu da, um Eier zu legen. Mehr soll er nicht tun. Eigentlich könnte ich mir direkt noch ein Weibchen suchen und das auch legen. Könnte ich eigentlich machen, ne? Dann hätte ich zwei eierlegende Wollmilchsäue. Wie lange hält denn eigentlich die Torpor von dem? Ist gar nicht so viel. Ich glaube, ich muss ihn doch betäuben. Oder auch nicht. Das sieht eigentlich gut aus. Ich meine, wenn das jetzt schnell geht, kann ich ja wirklich nochmal einen neuen suchen. Verrottetes Fleisch haben wir noch genug. Wäre nicht verkehrt. Weiß nicht, irgendwie, wenn ich die immer so sehe, wenn ich die so liegen sehe, diese Skorpione, dann kriege ich immer Bock auf Shrimps. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist ja auch, glaube ich, so eine ähnliche Tierart, ne? Das ist ja so. Die sind ja schon so ein bisschen verwandt. Also, wir haben jetzt einen weiblichen Skorpion Level 12. Dann, genau, machen wir Rex-Kibbles. Und dann weiß ich noch nicht, was wir jetzt dann konkret als nächstes machen. Ob ich dann nochmal einen Rex zähme oder ob ich mir dann nochmal einen Allosaurus vornehme. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall eins von beiden, denn ich möchte dazu übergehen, die Rexe zu züchten. Wie gesagt, und dazu brauche ich halt gute Rexe. Ich möchte halt da keine Low-Bob-Rexe haben. Also ich glaube, ich muss den wirklich nicht betäuben. Ich kann jetzt einfach losfliegen, mache ich jetzt auch, und kann mir noch einen suchen. Schon wieder hier diese blöde Leiter jetzt. Ich suche jetzt mir noch einen Pumuckl Scorpius, noch ein Weibchen. Und dann nehme ich die zwei Weibchen und das Männchen, die nehme ich dann mit ins Redwood-Biom, stelle die auf irgendeine Plattform drauf und lass die Spaß haben. Und dann kriege ich Eier und kann Kibbles machen. Das ist ganz wichtig. Das ist sowas von wichtig, liebe Freunde.
So, wenn ich Glück habe, spawnen hier gleich in der näheren Nachbarschaft die Pumuckl-Skorpius. Skorpionten. Skorpione. Mal schauen. Sind hier welche? Sind hier welche? Manchmal laufen die hier in Massen über dieses Feld, ne? Und wenn man sie braucht, dann ist natürlich keiner da. Das ist schrecklich. Das ist so schrecklich. Verdammt, verdammt. Ich hatte doch auch mal zwei gehabt, oder nicht? Hatte ich mal einen verloren? Mir war so, als hätte ich mal zwei gehabt. Von den Skorpionen. Aber da... Ja, mein Gehirn spielt mir da wahrscheinlich wieder einen Streich. Das muss es sein. Das kann nur die Antwort sein. Dass mein Hirn mir wieder einen Streich spielt. Ich sehe keinen Skorpion jetzt hier wieder. Das ist doch echt wieder verwunschen. Aber wartet mal. Die sind auch wichtig, diese Eier. Das ist nämlich ein Diplodocus-Ei. Und das braucht man für Allosaurus-Kibbel. Deswegen gleich mitnehmen. So, jetzt rastet er aus. Das kann mir aber egal sein. Der macht eh keinen Schaden. Selbst wenn er mir bis zur Base folgen würde, was will er machen? Er würde höchstens anklopfen. Jo. Aber jetzt finde ich wieder keinen Skorpion. Ich baue noch einen Skorpion, einen weiblichen. Verdammt. Sonst ist hier immer alles voll mit Skorpionen. Und jetzt ist wieder tote Hose hier. Mist. Es muss ja nicht mal... Ah, Moment. Es muss ja nicht mal ein High-Level sein. Moment, wir schnappen den hier mal und retten den mal vor der Schildkröte. Der ist schon ganz schön angeknackst, ne? Wir retten diesen Skorpion jetzt mal. Lol, wie der einfach mal ein Spino ist. Moment. Ich muss den mal irgendwo absetzen, dass ich sehe, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Setzen wir den mal hier hin. Oh. Aber ein kurzer Freeze. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Werfen wir mal hier einen Blick drauf. Was bist du? Hombre, was bist du? Hallo? Bleib mal stehen. Oh, bleib mal stehen. Ja, es ist ein Weibchen. Level 16. Nice. Stopp. Du kommst mit. Dich werden wir gleich mitzähmen. Du gehst ja noch schneller als der andere. Obwohl, nee. Der andere war Level 12, ne? Dann geht der hier ein bisschen länger. Dauert es ein bisschen länger, den zu zähmen. Macht aber nichts. Sind wir noch schnell genug? Mann, da haben wir zwei Tiere in einer Folge gezähmt. Ist ja der Knaller. Der Wahnsinn, wie schnell das geht. Das gibt's ja nicht. Wir brauchen wirklich nur die Eier von denen. Im Grunde, das Tier selber ist mir gerade sowas von egal. Skorpione gehören jetzt auch nicht gerade zu meinen Lieblingstieren, sollte ich vielleicht sagen. Mit ihren zischenden, klickenden Hannibal-Lecter-Geräuschen. Der andere ist schon fertig, guckt mal. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Moment, den kann ich jetzt nicht einfach hier... So, der geht jetzt auf den anderen Skorpion höchstwahrscheinlich los. Deswegen schnappen wir uns den jetzt hier raus. Legen ihn hier ab. Und dann... schnappe ich mir die Knifte wieder. Er wird ja wahrscheinlich auch wieder nur einen Schuss brauchen, bis er betäubt ist. Wo ist er? Da hinten. Haha. Und? Und? Da ist er schon down. So. Geschafft. Fleisch. Ja, komm, ich springe jetzt hier runter. Wie eine Rutsche im Kindergarten. So. Dann flupp. Fleisch. Lecker Gammelfleisch. Ist doch schön. Haben wir auch mal wieder einen Skorpion gefangen und betäubt. Nicht schlecht. Also zwei. Zwei haben wir. Zwei. Zwei für das Ei. Oh, ich bin am Verdursten. Ah, und ich wette mit euch, mein Wasser hier in der Base ist wieder alle. Das ist nämlich witzig, wenn man sich zu lange außerhalb aufhält, also außerhalb des Radius, in dem die Base aktiv ist, dann sind irgendwann die Wassertanks alle komplett leer, die werden nicht mehr nachgefüllt. Also der Regen ist ja nicht aktiv dann in dem Bereich und dann sind irgendwann die Tröge leer, diese Wassertanks, die Wassertröge.
So. Schauen wir mal. Ah, okay, jetzt ist er noch voll. Aber ich wette hier, der Wassertank hier bei den Feldern ist leer. Bestimmt. Ah, doch nicht. Okay. Haben sie es gefixt? Wie viel ist denn da noch drin? Nee. Okay. War wohl doch aktiv. Aktiv genug, dass es nachgefüllt wurde. So, weil wir gerade so cool sind, können wir ja an sich eigentlich gleich mal so ein paar Narcotics wieder craften. Die fangen hier schon an zu verrotten, so alt sind die Beeren. Die verrotten schon am Strauch, weil ich die lange nicht mehr geerntet habe. Weil ich einfach keine Narcotics mehr brauche. So. Keine neuen. Ich habe immer noch einen ganzen Schrank voll. Ich verbrauche einfach zu wenig. Erstmal das Ei wegpacken. So, guckt mal, wir haben sogar noch 9 gehabt. Das läuft doch. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So, jetzt brauchen wir eigentlich noch ein paar Stecks. Ein paar Stecks verrottetes Fleisch. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, welches Tier jetzt überhaupt noch was Intus hatte. Ich glaube, ich hatte ja hier recht gut sauber gemacht, was das angeht. Mal schauen. Also der Ketz hatte ja auf jeden Fall noch, glaube ich, was. Moment, da müssen wir mal schauen. Ist hier was drin oder ist das alles schon weg? Hier ist noch was drin, sehr gut. Das war's auch, mehr ist da auch nicht drin. Da muss ich echt mal nachlegen, mal wieder. Ich darf die hier nicht vergessen. Die Tiere, die hier in der Base sind. Bei aller Liebe zum Redwood. Aber ich darf diese Tiere hier echt nicht sich selbst überlassen. Das ist nicht so schön. Du hast doch bestimmt auch noch Gammelfleisch, oder? Jawohl. Haste. Ah! Oh nein! Oh Gott, ich wollte gerade sagen, ob ich mich denn wieder verbuggt? Wie ich immer die Backstellen finde. Hast du noch was? Nee, du hast auch nichts mehr. Mann! Keiner hat mehr was. Das ist echt wie leergefegt. Moment, wir haben doch hier noch Fleisch gelagert, ne? Ah, hier ist das Gammelfleisch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann mal rein damit. Also so, das sollte ich vielleicht eher in diesem... Das hätte ich jetzt vielleicht alles lieber ins Redwood mitnehmen sollen, weil da habe ich ja mein tolles Gerät. Mein Industrial... Hier, Dings. Wie heißt es? Chemistry Bench, so. Da wäre das eigentlich gesagt sinnvoller, das zu machen, aber egal. Wurst. Machen es jetzt hier. Das passt ja auch. Da kriegt man nämlich, glaube ich, mehr raus. Für weniger Ressourcen-Input. So, jetzt kann ich euch hier ja schon mal positionieren. Wartet mal. Dass wir euch dann jetzt schneller mitnehmen können. So. Nummer 1. Was hast du? Bist du... Du bist passiv, ne? Und du hast ein Leben. Gib mal dir mal Leben. Also du hast ein Level up und das gebe ich dir auf Leben. So wollte ich sagen. Und hier... Genau, du hast noch keinen Sattel. Wartet mal, wir haben doch bestimmt noch irgendwo einen Sattel zu liegen für Skorpione. Ich sollte vielleicht auch mal kurz einen Blick... Alter, ihr Ketzen, ihr steht immer im Weg und blockiert einen so unglaublich. Ich habe bestimmt noch irgendwo einen Sattel für einen Skorpion. Der ist gezähmt, okay. Nice. Wunderbar. Jetzt suchen wir mal kurz nochmal in der Sattelkiste. Ich bin mir sicher, dass ich noch Skorpionsättel habe. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Gucken wir jetzt mal nach. In meinem Fundus. In meinem reichhaltigen Fundus. So. Hier oben ist die Schatzkiste. Haben wir noch... Ich wusste es. Einen primitiven Pumukel-Scorpius-Sattel. Mehr leider nicht. Das ist leider der einzigste. Der einzige. Der einzige. So. So, da ist auch nichts mehr. Gut.
Na, immerhin noch einen Sattel gefunden. Dann verschimmelt der auch nicht. Warte mal, ich habe bestimmt noch einen Blueprint für einen Pumuckl Scorpius Sattel. Tatsache. Remscheckel. Ein Remscheckel Blueprint für einen Remscheckel Pumuckl Scorpius Sattel. Soll ich noch einen machen? Warte mal, wie teuer sind denn die? 358 Hide, 200 Fiber, 63 Wood. Komm. Kann nicht schaden, kann man mal machen. Muss auch mal, oh, ich muss auch mal einen Blick hier in den Generator werfen, ob der noch genug Saft hat, fällt mir mal gerade so auf. Ja, der Pteranodon steht natürlich direkt vor der Tür, danke dafür. Boah, wieso ist der so überladen? Ach so, weil ich so schwer bin. Nein! Aha! Jetzt schnell abspringen. So. Wie viel hast du noch? Ach, noch genug, guckt mal. Also der kann mit der Ladung hier, kann er noch... Also jede Ladung ist quasi 4 Tage hier mit 100, ne, jede volle. 4, 8, 12 und ja, 13 Tage, ein bisschen mehr als 13 Tage kann er laufen. Und da ja im Singleplayer die Zeit offline nicht weiterläuft, geht das noch eine Weile, bis da 13 Tage rum sind, das dauert. Das dauert. Hatte ich den Skorpion hier nicht gerade eben... Hatte ich den nicht gerade eben rausgelotst schon? Oder spielt mir da mein Hirn schon wieder einen Streich? Ich glaube, mein Hirn spielt mir schon wieder einen Streich. Es veralbert mich schon wieder. So, jetzt aber hier. Genau, nee, den hatte ich stehen lassen, weil ich keinen Sattel für den hatte, genau. Mein Hirn hat mir wieder einen Streich gespielt. So, jetzt nehmen wir den Ketz. Und holen erstmal den anderen Skorpion nach oben. So, ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt benennen soll. Am besten Pixie. Pixie 1 und Pixie 2. So, Moment. Das machen wir gleich mal. So. Change Name. Pixie 1. Und Pixie 2. Okay. So, jetzt verladen wir die noch. Dann nehme ich mal den Cats hier. Den Plattform-Cats. Dann kann ich die alle da drauf dengeln. Das ist besser. Einmal bitte auf die Rampe. Oh. Warum nehme ich die mit ins Redwood-Biom? Warum lasse ich die nicht einfach hier stehen? Ist vielleicht eine wichtige Info an der Stelle. Wenn die Zelle hier nicht aktiv ist, dann legen die Tiere keine Eier. Das heißt... Man muss schon darauf achten, dass man die Tiere, die Eier legen sollen, auch immer dahin mitnimmt, wo man selber am aktivsten ist. Ja, man kann die nicht in einer inaktiven Zelle stehen lassen, das geht nicht. So, ja, warte mal, du brauchst noch einen Sattel, dann kann ich dich auch da hoch transportieren. Gib mir das. So, Sattel. Flupp. Sehr schön. Perfekt. So. Boah, sieht aus, wenn die krabbeln. Das sieht so aus. So, jetzt schauen wir mal. Habe ich hier Hide? Genau, ich habe Hide. Ich habe Chitin. Aber leider nicht genug Hide. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch Hide irgendwie in den Schmissis liegt. Dann kann ich nämlich hier gleich den neuen Sattel machen. Für den Skorpion. Das nehmen wir jetzt noch mit. Werfen wir mal kurz einen Blick rein. Müsste eigentlich noch genug Material hier haben. Jetzt bin ich wieder verdursten, ist jetzt egal. Ich will das in der Folge jetzt noch schaffen. Chitin haben wir keins mehr. Was brauchen wir nochmal für den Sattel? Fiber und Wood. Also Fiber müsste ich noch haben. Fiber müsste hier noch in dem einen Biber sein. Reichlich, genau. Dann nehmen wir noch das Hide raus. Und hier haben wir sogar noch ein bisschen Chitin. Nicht schlecht. Hat denn einer von euch noch Chitin? Nee. Wartet mal, ich gucke jetzt nochmal hier in die... ...in die Kisten rein. Nee. Nix. Ein bisschen Chitin muss es doch noch geben jetzt irgendwo. Eine
kleine Idee. Ah nee, Holz fehlt. Genau, nee, stimmt. Holz war's. Moment, nicht Chitin. Was erzähle ich denn? Oh, wir haben sogar noch 69 Holz. Ist das genial. Genau die Menge, die wir brauchen. Sauber. Dann haben wir jetzt sogar einen Ramshackle-Sattel. Nicht schlecht. Und ich würde sagen, an der Stelle ist auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Ich trage jetzt offscreen diese Skorpione, die auf dem Ketz rumstehen. Die trage ich jetzt zur Redwood Base zurück. Und dann, ja, schauen wir mal. Dann warte ich ein bisschen. Das mache ich auch offscreen. Warte, bis die Eier gelegt haben. Dann lasse ich davon Rexkibbel. Mache ich davon Rexkibbel mit meinem tollen Gucker. Mit meinem Industrial Cooker. Und dann sehen wir uns Rexe. High-Level-Rexe. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.